Jo, kann ich sehen. Ja. Dann lass mich mal dahin. Ups. Dann, ups. Ja, habe ich die Kamera umgehauen hier fast. So, wir haben ja, Khaleesi, ich versuche hier jetzt das Zählen beizubringen. Jetzt habe ich ja immer den Würfel hingelegt und ihr dann gesagt, wie viele. Und das klappt auch eigentlich ganz gut. Das Problem ist, dass sie oft aufhört, wenn sie die Zahl sehen kann. Dann liegt die verkehrte noch oben. Sie sieht aber schon die richtige Antwort. Die liegt also dann aber noch so jetzt zum Beispiel, obwohl sie auf die 2 drehen wollte. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. So, 1. Sie kann die 5 sehen. 5. Sie kann die 4 sehen. 4. 4. Ja, jetzt hast du es verkackt. Trotzdem die 4. Die 4 sieht so aus. Fein. 1. 1. Fein. Jetzt kann sie die 5 erkennen. Khaleesi, 5. Fein. Khaleesi, 6. Fein. Jetzt kann sie die 4 erkennen. Khaleesi, 4. Das war zu doll. Fein. Sie kann die 5 wieder erkennen. 5. Fein. Sie kann die 6 erkennen. Khaleesi, 6. Fein. Also ihr seht, sie erkennt die Zahlen, diese einzelnen Punkte und dreht dementsprechend ihren Würfel auch nur einmal hin. Wenn das jetzt so ein bisschen Rätsel raten würde, dass sie es überhaupt nicht erkennt, dann könnte sie natürlich immer wieder den Würfel anheben und eventuell zweimal drehen. Sie macht es aber vorsichtig oder versucht es zumindest vorsichtig, um den Würfel nur einmal zu drehen, weil sie weiß, welche Zahl da ist. Und das finde ich hier schon mal ein ganz guter Ansatzpunkt. Wie viele, Khaleesi? Fein. Wie viele? Wie viele? Ja, fein. Khaleesi, wie viele? Wie viele Ringe? Zähl mal. 1, 2, 3. Nein. Guck genau hin. Das Problem ist eben, was ich eben sagte, sie sieht die Zahl am Würfel vor sich liegen, aber sie dreht sie nicht nach oben. Fein. 3. Khaleesi, wie viele? Ja, fein. Khaleesi, wie viele? Ja. Geh mal weg, sonst kann man das nicht sehen. Könnt ihr das erkennen, ja, ne? Fein. Khaleesi, wie viele Ringe? Guck mal hier, wie viele? Ja, fein. Geh mal beiseite. So, ich glaube, das kann man ganz gut sehen, ne? Also, das klappt schon ganz gut. Und damit sie auch überhaupt weiß, was eine 1, 2 oder 3 ist, habe ich dann diesen Ring hingepackt, ihr ihren Würfel gegeben und ihr dann auch gezeigt, dass es eine 1 ist. Ne, Khaleesi, das ist eine 1. Ja, das ist eine 1. So, hier machen wir die 1. Wo ist die 1? Ja, wieder verdreht, ne? Jetzt werde ich das Ganze mal erstmal versuchen mit dem Rechenschieber. Und zwar werde ich ihr das jetzt versuchen so beizubringen, dass wir jetzt erstmal die Zahlen, sage ich mal, also heute, jetzt und morgen und übermorgen die Zahl 1 und 2 nur. Ja, genau, fein. Und das ist 3, Khaleesi. Und dazu halte ich die anderen hier alle fest und sage ihr zum Beispiel 1 und dann wird sie belohnt. 2. Fein. 1. Fein.
1. Fein. Khaleesi 2. Fein. 2. Fein. 1. Fein. Nee. Khaleesi 1. Nö, das ist ein 2. Nee, 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 nee. 1. Nee, nochmal. 1. Fein. 1. Fein. 1. Fein. Ja, ja. Das ist 2. Fein. 1. Fein. 1. Fein. 1. Nee, 1. Fein. So, und jetzt konnte man noch sehen, das ist das, wo ich immer sage, nicht den, wie heißt denn das jetzt, den Morgen vor dem Abend loben oder der frühe Wurm soll nicht zu früh den Vogel loben. Oder wie heißt das Sprichwort? Irgendwie so. Auf jeden Fall, sie guckt also auf meine Schulter oder guckt, ob ich ihr die Belohnung geben will, wenn ich jetzt sage 1. Da, sie guckt wieder zu mir und dann macht sie weiter. Und das nennt man den schlauen Hans-Effekt und den müssen wir natürlich rauskriegen. Sie muss, wenn ich ihr eine 1 sage, muss sie eine 1 machen und dann muss sie hierher kommen. Khaleesi, wo bist du denn? Ja, dann musst du hierher kommen. Genau. So, wenn ich sage 2, dann gehst du dahin, 2. So, und jetzt kommst du hierher. So, und das wäre dann kein schlauer Hans-Effekt mehr, weil sie eben zweimal zwei Bälle bewegt und dann da weggeht. Solange sie da bleibt und eben guckt auf meine Reaktion und die Papageien sind so schlau, die kleinste Bewegung von mir, beobachten sie genau, aha, jetzt will er mir ein Leckerli geben, dann muss das ja richtig sein. Es gibt Zauberer, die arbeiten mit Hunden, wo der Hund angeblich zählen kann. Dann zeigt der Zauberer dem Hund eine Zahl und der Hund fängt dann an zu bellen und macht immer eine kleine Pause und wartet. Und wenn das Publikum anfängt zu klatschen, dann weiß der Hund, aha, das ist jetzt die richtige Lösung, jetzt brauche ich nicht mehr weitermachen. Oder der Zauberer sagt dann, Hölle! Dann weiß der Hund eben auch, alles klar, das war die Lösung, brauche ich nicht mehr weiter bellen. Und das ist eben auch sozusagen der schlaue Hans-Effekt. Und bei Khaleesi, ja gut, jetzt hat sie, glaube ich, keine Lust mehr, weil ich schon ein bisschen mit ihr trainiert habe. Das muss eben raus. Und erst wenn sie das hat, dann können wir sagen, ja, Khaleesi kann zählen und vorher kann sie noch nicht zählen. Ich denke mal, das dauert noch alles ein paar Wochen. Weil jetzt erstmal die 1 üben, dann die 2 oder die 1 und 2 und dann kommen ja die 3 dazu, 4 und 5. Und dann werde ich hier dieses Ding hier mal irgendwie auseinanderbauen, dass ich alles weiße Kugeln, grüne Kugeln und sowas habe. Und später kann sie dann vielleicht uns sagen, wenn wir 3 rote Kugeln und 2 blaue Kugeln schieben, dann kann sie uns vielleicht sagen, dass das mal 5 Kugeln sind. Also, dass sie die dann zusammenzählt. Aber ich glaube, das ist noch ein sehr langer Weg. Aber ich werde das jetzt jeden Tag versuchen, 5 bis 10 Minuten zu trainieren. Und dann werden wir ja sehen, wie weit wir zum Beispiel im April sind. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss, tschüss. Tschüss.